Hallo, heute zeige ich euch, wie man diese tollen Untersetzer häkeln kann. Ich habe mir die ganz einfach gemacht mit immer mehr Stäbchen, also einfach nur ganze Stäbchen und immer mehr vergrößert und am Rand so ein bisschen so ähnlich wie Muschelmuster. Also die sind in wenigen Minuten fertig und machen wirklich Spaß und ihr könnt die als Last-Minute-Geschenk, wenn ihr noch was braucht, mitnehmen. Und natürlich auch für euch selber, weil die machen wirklich Spaß morgens, schön den Kaffee drauf. Sieht total süß aus und man kann sich da wirklich austoben mit den Farben. Und die zeige ich euch jetzt, wie die gehen. Vom Material seid ihr da relativ frei. Also ihr könnt einfach Wolle nehmen, die ihr gerne habt. Ihr könnt ganz feine nehmen, dann fallen die natürlich kleiner aus. Ich habe jetzt hier Wolle mit 125 Meter Lauflänge à 50 Gramm. Die ist aber auch gekämmt, die Baumwolle. Also gekämmt, gasiert und so weiter, wie das heißt, also diese geklättete, die auch so schön glänzt. Und die ist auch ein bisschen dünner übrigens als so Schulgarn zum Beispiel. Dann braucht ihr eine Schere und eine Wollnadel zum Vernähen von den Enden. Ich verwende eine 3,5er Nadel, weil ich das gerne so ein bisschen locker habe. Ihr könnt gucken, ob ihr vielleicht eine feinere nehmen wollt. Also die ist schon relativ dick dafür, aber ich finde es eigentlich ganz okay so. Wir beginnen mit einem ganz einfachen Anfangsknoten. Dafür nehmt ihr euren Finger, wickelt den Faden zweimal drumherum, holt den hinteren nach vorne, holt den hinteren nach vorne, fasst den hinteren an, zieht den Finger raus und dann habt ihr eine Anfangsschlinge. Die hängt ihr auf die Nadel drauf, zieht ein bisschen fest und wir schlagen 4 Luftmaschen an für den Anfang. Dann sucht ihr euch die erste Luftmasche und stecht hinein, holt den Faden durch und gleich nochmal durch, machen also eine Kettmasche, um das Ganze zu einem Kreis zu verbinden. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen. Davon sind 3 Luftmaschen unser Ersatzstäbchen und 1 dient als Abstandhalter. Und wir machen jetzt zusätzlich in den Ring hinein 11 ganze Stäbchen, immer voneinander getrennt mit einer Luftmasche. Das heißt, ihr macht einen Umschlag, stecht in die Mitte ein, holt den Faden durch, mascht 2 Schlaufen ab, mascht nochmal 2 Schlaufen ab. Dann solltet ihr diese 4 Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen haben. Dann kommt eine Luftmasche als Abstandshalter und die nächsten Stäbchen. Genauso machen. 2 Abmaschen, 2 Abmaschen und eine Luftmasche. Noch ein Stäbchen und eine Luftmasche. Wieder ein ganzes Stäbchen. Und eine Luftmasche. Und dann zählen wir einfach das hier als erstes Stäbchen. Dann habt ihr also dieses Ersatzstäbchen plus 1, 2, 3, 4, also insgesamt 5. Und wir brauchen insgesamt 12 Stück, aber mit dem hier mitgezählt am Anfang. Also macht ihr jetzt so weiter, immer ein Stäbchen und eine Luftmasche. So, ich zähle jetzt nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die Luftmasche habe ich auch gemacht und dann sucht ihr hier von diesem ersten, was wir gemacht haben, die dritte Luftmasche. Zählt ihr ab, 1, 2, 3, stecht dort ein und macht eine Kettmasche. Das heißt, einmal durchziehen und nochmal durchziehen. So, und dann beginnt schon die nächste Runde. Die beginnen wir jetzt mit 3 Luftmaschen. Das ersetzt dann wieder das erste Stäbchen.
Und wir wollen jetzt hier nach diesem ersten Stäbchen, was wir unten drunter haben, in diesen Zwischenraum. Das heißt, ihr macht einen Umschlag, stecht nach diesem Stäbchen, was unten drunter ist, ein in den ersten Zwischenraum und macht ein ganzes Stäbchen. Das ist jetzt oben drüber direkt, aber das soll einfach vortäuschen, dass diese zwei zusammen aus dieser Lücke kommen. Das fällt nachher überhaupt nicht auf. Dann eine Luftmasche. Und jetzt macht ihr in jedem Zwischenraum zwei Stäbchen. Also wir stechen in den nächsten Zwischenraum ein, unten, und machen ein ganzes Stäbchen und noch eins in dieselbe Lücke. Das zweite Stäbchen. Danach wieder eine Luftmasche. Dann geht ihr in den nächsten Zwischenraum und macht wieder zwei ganze Stäbchen. Eins und noch eins dazu. Zwei. Danach wieder eine Luftmasche. Und so macht ihr die ganze Zeit weiter, die ganze Runde. Immer zwei Stäbchen in einen Zwischenraum und eine Luftmasche. So, und das letzte noch. Und dann sind wir angekommen bei unserem ersten Ersatzstäbchen. Und ich zähle das jetzt nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind 12 Zweierpäckchen, weil wir ja auch vorher 12 Zwischenräume hatten. Und dann habt ihr hier dieses erste Ersatzstäbchen und da stecht ihr jetzt. Also auch eine Luftmasche machen wieder, ne? Und da stecht ihr jetzt wieder in die 1, 2, in die dritte. Zählt ihr ab und stecht in die dritte Luftmasche ein und verbindet das wieder und schließen damit die Runde ab. Jetzt ist es so, wir sind jetzt wieder über diesem ersten Ersatzstäbchen, quasi hier hinten in so einer, also gerade so vor dieser Lücke sind wir. Und deswegen machen wir jetzt erstmal einfach drei Luftmaschen und dann ganz normal nochmal eine Luftmasche, so als wäre jetzt eins von den Päckchen fertig, machen einen Umschlag und stechen schon in das nächste, in den nächsten Zwischenraum ein und machen da hinein drei ganze Stäbchen. Und das erste, was wir vorhin gemacht haben jetzt, das vervollständigen wir dann, wenn wir außen rum kommen. Drei ganze Stäbchen und eine Luftmasche. Das heißt, wir haben jetzt in der ersten Runde immer ein Stäbchen, in der zweiten zwei und in der dritten machen wir immer drei. Immer getrennt voneinander mit einer Luftmasche. Einen Umschlag machen, in die nächste Lücke gehen und wieder drei ganze Stäbchen machen. Wieder eine Luftmasche und wieder in die nächste Lücke einstechen und dort hinein drei ganze Stäbchen machen. Wieder eine Luftmasche und wieder die nächste Lücke suchen,
immer zwischen diesen Zweierpäckchen und wieder drei ganze Stäbchen machen. Und wieder eine Luftmasche. Und so macht ihr weiter, bis ihr fast fertig seid, weil hier am Ende zeige ich euch noch dann, wie wir mit diesem einen Stäbchen verfahren. So, am Ende angekommen bei der letzten Lücke. Also hier habe ich jetzt nochmal drei Stäbchen drin, eine Luftmasche. Und dann ist ja hier noch ein Zweierpäckchen und hier ist nochmal eine Lücke. Und bei der Lücke hatten wir dieses einzeln stehende Stäbchen am Anfang aus drei Luftmaschen gemacht. Und in die Lücke hinein, also in diese letzte, machen wir jetzt noch zwei zusätzliche Stäbchen, um das Ganze zu vervollständigen. Und dann habt ihr nochmal ein Dreierpäckchen. Und wir stechen jetzt in die dritte Luftmasche hier oben ein. 1, 2, 3. Und haben dann insgesamt unser Dreierpäckchen auch fertig. Dann macht ihr wieder drei Luftmaschen. Es müssten auch übrigens jetzt wieder 12 Dreiergruppen logischerweise sein, nicht mehr und nicht weniger. Und da wir ja hier sowieso in der Nähe von unserer Lücke sind, stechen wir jetzt auch in diese Lücke ein, so dass das Stäbchen schon dazugehören kann, und machen noch zusätzlich zu dem ersten Ersatzstäbchen drei ganze Stäbchen. Also eins, nochmal in dieselbe Lücke reingehen und das zweite und noch ein drittes. Dadurch haben wir dann vier mit dem Ersatzstäbchen und eine Luftmasche. Das ist jetzt auch schon die letzte Runde von unseren Zunahmen. In die nächste wieder einstechen und wieder vier ganze Stäbchen machen. Also es ändert sich jetzt nur die Anzahl der Stäbchen. Anstatt drei machen wir jetzt vier. Ansonsten bleibt es gleich. Ihr macht wieder die Luftmasche dazwischen, sucht euch wieder die nächste Lücke und macht wieder vier ganze Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, in die nächste Lücke einstechen und wieder vier ganze Stäbchen machen. Und wieder eine Luftmasche. Das macht ihr jetzt mit jedem Zwischenraum, bis ihr hier hinten angekommen seid, und das Ende der Runde zeige ich euch wieder. So, am Ende angekommen. Wenn ihr in der letzten Lücke jetzt drin wart und habt vier Stäbchen gemacht und eine Luftmasche, muss ich noch machen, dann haben wir hier das komplette Päckchen wieder und da stecht ihr einfach ein und macht eine Kettmasche in die dritte Luftmasche. So, und dann ist die Runde beendet. Und jetzt können wir anfangen mit unseren Luftmaschenbögen, die wir brauchen, um unsere Rüschen hier zu machen, damit das dann aussieht wie so eine Blume. Und zwar müssen wir dafür jetzt ein bisschen hüpfen. Und zwar hüpfen wir in die Mitte von diesem Viererpäckchen. Das heißt, ihr geht in die nächste Masche rein, macht eine Kettmasche und geht nochmal in die nächste Masche rein und macht eine Kettmasche. Und an der Stelle, also genau eben, sind wir jetzt zwischen diesem Viererpäckchen, also wir haben links und rechts jetzt zwei, genau an dieser Stelle machen wir jetzt fünf Luftmaschen, also 1, 2, 3, 4, 5 und stechen auch bei dem nächsten Päckchen genau an der Stelle ein. Und zwar könnt ihr da einfach zwischen diese zwei Päckchen, also bei dem Viererpäckchen, zwischen beide Zweier einstechen, also hier in die Mitte, in diesen Zwischenraum. Da geht ihr einfach rein von vorne, holt den Faden durch und macht eine feste Masche. Damit ist das Ganze dann verankert und wir haben hier sozusagen über unserem Zwischenraum so einen Luftmaschenbogen. An der Stelle angekommen, macht ihr auch gleich wieder 5 Luftmaschen
und stecht wieder zwischen dieses Viererpäckchen in die Mitte einfach ein, holt den Faden da hoch und macht eine feste Masche. Und so verfahrt ihr die ganze Runde lang immer wieder 5 Luftmaschen. 5 und dann wieder zwischen diese 2 jeweils einstechen und eine feste Masche machen. Und wieder 5 Luftmaschen. Und wieder zwischen diese beiden Zweier gehen. Jetzt habe ich eine Kettmasche gemacht, das war falsch. Wir machen ja eine feste Masche. Und bis ihr am Ende angekommen seid, dann geht's weiter. So, ich habe jetzt bei dem letzten aufgehört. Da habe ich meine 5 Luftmaschen gemacht, um euch noch zu zeigen, wie ihr bei dem letzten vorgehen könnt. Das heißt, ihr habt hier euer letztes Viererpäckchen, habt da die 5 Luftmaschen. Und jetzt suchen wir uns hier unterhalb von diesem Luftmaschenbogen, von dem ersten, einfach die Masche und stechen dort ein. Und machen eine Kettmasche, um die Runde abzuschließen. Also einfach durchholen und dann nochmal durchholen. Und somit habt ihr jetzt die Runde fertig. Das war die vorletzte Runde und jetzt kommt am Rand unser Blumenrand. An der Stelle, wo ihr jetzt seid, seid ihr schon richtig. Und zwar werden wir jetzt in diesen Luftmaschenbogen hineinarbeiten. 8 ganze Stäbchen. Und zwar einfach so, ohne Steigluftmaschen. Ihr macht einen Umschlag, stecht in diesen Bogen, also unterhalb einfach um diesen Bogen rum dann ein und macht ganze Stäbchen, und zwar 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann haben wir hier unsere feste Masche, wo wir unsere Luftmaschenbögen hier verankert haben. Und da geht ihr in diese Masche rein. Da ist so eine kleine Schlaufe, da dürft ihr rein und macht eine Kettmasche. Also ihr holt den Faden durch und gleich nochmal durch. Dann wieder gleich loslegen und die 8 nächsten Stäbchen machen in diesen nächsten Luftmaschenbogen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann wieder in diese feste Masche einstechen und eine Kettmasche machen. Das sieht so aus. Dann habt ihr einfach diese Luftmaschenkette, die wir hier haben, schön umhäkelt mit 8 ganzen Stäbchen. Durch diese Kettmasche, die wir dann zum Verankern machen, wölbt sich das dann auch so schön. Dann einfach an derselben Stelle, wo ihr seid, einfach wieder die 8 Stäbchen beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und wieder in die feste Masche einstechen, eine Kettmasche machen und wieder die nächsten anfangen. So macht ihr jetzt einfach die ganze Runde fertig und dann zeige ich euch, wie wir das noch beenden und dann ist es fertig.
So, ich bin jetzt bei meinem letzten angekommen und da mache ich jetzt noch mal 8 Stück rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt habt ihr hier diese erste feste Masche, wo das angefangen hat, und da stecht ihr einfach ein und macht noch mal eine Kettmasche, um das zu beenden. Dann einfach den Faden lockern, abschneiden. Dann ziehe ich mir das hier noch mal durch, um das zu beenden, damit das sauber abschließt. Und dann vernähe ich jetzt noch den Restfaden. Ihr könnt das gerne so ein bisschen auch mit einem Taschentuch drüber, also mit einem dünnen Stoff drüber bügeln, wenn ihr wollt. Obwohl, das ist schon schön glatt. Und wie man das jetzt noch vernäht, zeige ich euch noch. Ihr fädelt den Faden auf eine Nadel auf und dann könnt ihr hier entlang durch die Maschen einmal durchfahren und dann mache ich das so, dass ich noch mal zurückgehe und noch mal durchfädel. Dann könnt ihr das knapp abschneiden, vorsichtig, und dann ist das genug versteckt. Das könnt ihr mit dem hier in der Mitte genauso machen. Ich hoffe, euch gefällt das Video und der Untersetzer und habt Freude dran. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich gerne unterstützen, dadurch, dass ihr mein Video teilt mit Freunden, Verwandten, Familie und so weiter. Und ihr könnt mich natürlich auch über die Kommentare oder bei Instagram oder bei Twitter, bei Facebook, könnt ihr mich erreichen und mir Fragen stellen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß damit, viel Freude beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal.